Wir schauen uns hier am Stand von Samsung das Samsung Galaxy Note Edge an. Wieso Edge? Da das Display hier an der Ecke, das seht ihr an der Kante, abfällt. Was sehr schön ist übrigens, muss ich sagen. Und es ist etwas ganz Besonderes, sowas gab es einfach vorher noch nicht. Es hat ein 5,6 Zoll QHD Plus Super AMOLED. Also hier eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixel. Und hier zusätzlich noch 160 Pixel für dieses kleine Display. Das uns dann beispielsweise dazu dient, um Shortcuts anzuzeigen oder auch das Wetter oder hier auch beispielsweise die Aktien oder einen News-Ticker. Also wirklich schon eine sehr nützliche Funktion. Mir ist jetzt nur direkt aufgefallen, eigentlich ist es für Rechtshänder und wer Linkshänder ist, hat hier natürlich nichts. Ihr dreht einfach das Phone um und habt hier schon das Display auf der linken Seite. Sieht ein bisschen doof aus, aber funktioniert. Vom Prozessor haben wir hier einen Quad-Core. Das ist der Qualcomm Snapdragon 805 mit einer Taktrate von 2,7 GHz. Ihr habt hier also genügend Leistung für die nächsten Jahre. Und 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher für euch, aber der kann auch nochmal mittels MicroSD-Karte erweitert werden. Zwei Features vom Galaxy S5, und zwar hier einmal der Fingerabdruckscanner im Home-Button und dann hier auch nochmal ein Herzschlagsensor, mit dem ihr dann eben euren Herzschlag messen könnt, nachdem ihr irgendwie joggen wart oder so. Auf der Rückseite haben wir dann auch noch eine 16-Megapixel-Kamera mit Foto-LED und vorne eine 3,7-Megapixel-Kamera mit einer Blende von 1,9, also auch für schlechte Lichtverhältnisse geeignet. Von der Konnektivität her, LTE natürlich, WLAN 802.11abgn-ac, NFC und Bluetooth 4.0. Also, dieses Gerät ist natürlich etwas ganz Besonderes, sowas wurde bisher noch nicht vorgestellt. Samsung hat bis jetzt auch noch kein hier noch einmal die Funktionen, die das Galaxy Note Edge hier bietet, und zwar dieses kleine Display, was wirklich faszinierend ist. Also es löst wirklich dieses Haben-Wollen-Gefühl aus, weil es sowas auch noch niemals gab. Ob man das jetzt wirklich braucht, ist eine andere Sache, aber es sieht einfach richtig cool aus. Vielen Dank fürs Zuschauen.